vor der Lone Wolf Ranch, mitten in Texas, haben wir unseren Mustang geparkt. Und er steht verdammt richtig. Siehst es? Und jetzt sitzt er in der Falle, der Chuck. Denn hier hinter dem Tor wohnt er auf seiner Farm. Und dass er sich versteckt vor uns, nützt ihm gar nichts. Denn wir wissen ja aus sicherer Quelle, dass man auf den Chuck bloß lang genug warten muss. You can't find Chuck Norris, he finds you. Also lassen wir uns halt finden. Wir haben ja Zeit, gell? Find him. Aber auf die Dauer wäre es uns schon fad geworden, wenn nicht plötzlich ein Schwertransporter hergekommen wäre. You're bringing a tractor for Mr. Norris? Yes. Perhaps you can talk to him, that we can talk to him? Can't do that, I'm sorry. Da fährt er dahin und wir bleiben draußen. My name is Dominic from German Television. This one, yes. Also schauen wir uns bei der Nachbarschaft um, ob die uns weiterhelfen können. Und tatsächlich, sagen können's alle was über den Chuck. A good guy. Good guy. Really nice guy. He's a good guy, you know. He's a good person. Good fellow. A good fellow. Yeah. Good guy. Yes, he is. Das heißt also, alle stehen in intensivem Kontakt mit dem Chuck. Bestens. Well, like I say, I haven't seen him myself. Mm-hmm. He's your neighbor. Is he a good neighbor? Yes. Do you know him personally? No. No, you never saw him? Yeah. Personally? No, and I've never met him. He's, like I say, he keeps his distance. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Did he shake your hand? Well, not really. Warum soll's den anderen besser gehen als uns? Aber wieso ist der Chuck so weit weg von den Leuten? Wir fragen die Gemischtwarenhändlerin. And what kind of guy is he? Mm. What do you mean by that? I think he thinks he's better than anyone else. He's more, I don't know, high class. He don't go around shaking hands with these country folks. Abgehoben und arrogant soll er sein, der Chuck. Dem Gatten ist es egal. Für ihn zählt allein die schiere Kraft. He fight good. He fights good, yeah. And that impresses you. There you go, yeah. Wir aber sind furchtlos, denn wir sind erstens vom Rundfunk und zweitens ist der Chuck ja noch drin in der Farm. Übrigens, wie wär's mal mit Klingeln? Das ist überhaupt keine Klingel, das ist nur so ein komisches Sicherheitskastel mit solchen komischen Zahlenkombinationen, die wissen wir natürlich nicht, gell? Also, wieder nix. But I tell you something, guys! We don't throw the flint into the corn!